JinkoSolar, Solar, einer der größten Solarmodulhersteller weltweit aus China, hat gerade seine Q3-Zahlen veröffentlicht und die sind deutlich besser, als ich es erwartet hätte, deswegen ein kurzes Ad-Hoc-Video. JinkoSolar Solar befindet sich in meinem Depot und auch in meinem Wikifolio, deswegen beachtet unbedingt den Disclaimer. Vielleicht vorne ab, kann oder darf man überhaupt noch in China investieren? Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Für mich persönlich wären die Big Techs Alibaba und Tencent zurzeit ein No-Go. Aber ich zeige das mal hier, den Ausschnitt aus der Rede von Xi Jinping. Hier sagt er ja schon eindeutig, dass er eine Enabling Environment for Private Enterprises schaffen will. Deshalb würde ich erstmal davon ausgehen, dass man das machen kann, sollte allerdings seine Depotgewichtung da im Auge behalten und nicht übergewichten. Jetzt aber zu den Q3-Zahlen von JinkoSolar. Jetzt aber erstmal in die Zahlen bzw. die Pressemitteilung. Die ersten Punkte zeigen erstmal, dass die Nachfrage insgesamt nach Solarmodulen hoch ist. Das sollte keine besonders große Überraschung sein. Springen wir also in die Details. Insgesamt sehen wir ein Wachstum von 3% gegenüber dem Vorquartal und 117% gegenüber das Vorjahr. Der Umsatz im dritten Quartal ist nochmal über dem Umsatz des vorherigen Quartals, was nicht unbedingt zu erwarten war. Das ist also super positiv im Vergleich zum Vorjahr, über 127% mehr. Ebenfalls eine positive Überraschung ist, dass die Bruttomarge bei 15,7% liegt und damit auch über der Marge des Vorquartals und des Vorjahresquartals. Die Bruttomarge ist grundsätzlich immer das Problem. Der größte Inputfaktor, das Polysilizium, ist auf Rekordniveau. Allerdings gibt es mittlerweile, wie in anderen Videos schon mal erwähnt, einige entlastende Faktoren. Deswegen sehr positiv, dass wir das jetzt auch in dem Zahlenwerk sehen, zumal man im nächsten Jahr davon ausgeht, dass die Polysilizium Preise sehr stark fallen werden, weil es signifikanten Zubau an Kapazitäten gibt. Dann das nächste sehr positive sind die Ergebnisse pro Aktie. Hier haben wir auf die ADRs, die meisten von euch wahrscheinlich auch in Deutschland kaufen und die ich auch halte, einen unverwässerten Gewinn von 1,54 Dollar, was richtig stark ist, nach 1,88 im Minus im Vorquartal, beziehungsweise von 90 Dollar Cent bei der verwässerten Variante. Man unterscheidet hier zwischen Basic und Diluted, weil es Wandelanleihen ausstehende gibt. Das heißt, die Anleihenhalter können in Zukunft ihre Anleihen in eine Aktie tauschen. Das heißt, es wird mehr Aktien geben. Deswegen kann man auf diese erhöhte Aktienanzahl das Ergebnis schon mal umrechnen. Deswegen ist das hier niedriger. In Summe ist das aber richtig positiv. JinkoSolar konnte die Profitabilität also deutlich steigern und auch der Umsatz bzw. Absatz war ein bisschen stärker als erwartet. Dann stellt sich natürlich die Frage, wo werden wir absatzmäßig im Gesamtjahr landen? Man sieht starke Nachfrage in den globalen Märkten und sieht den Absatz im nächsten, also letzten Quartal zwischen 13 und 15 Gigawatt. Und so kommt man auf 41,5 Gigawatt bis 43,5 Gigawatt fürs Gesamtjahr, was auch nochmal eine gute Ecke über den Analystenschätzungen liegen sollte. Das heißt, ich erwarte jetzt auch eine positive Reaktion der Aktie. Hier der Blick auf den bisherigen Chart. Man sieht, auf Jahressicht sind wir gerade so noch im positiven Bereich. Wir waren schon deutlich höher, sind jetzt zuletzt sehr stark zurückgelaufen und da hoffe ich jetzt, dass diese positiven Zahlen und der sehr starke Ausblick dafür sorgen, dass wir die Trendumkehr haben und wir jetzt wieder nach oben laufen. Ich bin alles in allem sehr zufrieden, hatte gestern auch nochmal meine Position vergrößert in der Erwartung von positiven Zahlen, bin jetzt sehr zufrieden. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, was ihr von JinkoSolar haltet und ob ihr es grundsätzlich gut findet, so kurzfristig ein Video nach den Zahlen zu bekommen. Dann like gerne das Video, lasst mir ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao.